Hi. Hat man gesehen, wie ich an der Tür festhing? Nee, ne? Nee, nee. Gott sei Dank. Willkommen zurück. Ja, zu einem neuen Rundgang. Yeah. Okay, wir wollten hier weitermachen im Flur vor dem Tourenstudio. Vor dem Tourenstudio. Wir haben hier eine Sporthalle gehabt. So, nee. Ja, vor dem Tourenstudio. Stimmbänder. Genau. So. Wo wollen wir heute lang? Boah, guck mal, da hinten sind wieder Squids im Swimmingpool. Genau, wir gehen jetzt erstmal zum Pool, beziehungsweise das Pool-Abteil haben wir ja schon besucht, aber wir waren, glaube ich, noch nicht hier in dieser Dusche. Genau. Dieser sehr wichtigen Dusche. Genau, da kann man sich vorm Poolbesuch noch kalt abduschen, ja. Um sich abzuschrubbern. Zu desinfiziert. Genau. Warte, damit keine Keime in den Pool kommen. Genau. So. Eben kurz ein paar Squids gekillt. Das war hier so eine Standarddusche. Wir haben hier noch ein unbenanntes Shampoo. Das können ja die Zuschauer mal benennen. Von was für einer tollen Marke das dann ist und so. Das Etikett zeigt einen Fisch. Was für ein Aroma dieses Shampoo wohl haben wird. So. Hamburger okay. Hafen. Alter Seebär. So, cool. WC. Ja gut, hier ist natürlich ein WC in der Nähe. Genau, hier habe ich das hingepackt. Ich glaube, das hatte ich auch mal irgendwie anders. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube, das war immer so. Aber hier habe ich ziemlich lange geguckt, wie ich die Trennwand hier setze. Dass man, nicht durch die Glastür guckt, um dem man beim Kacken zugucken kann. Ja, bei kleinen Räumen dann immer so komisch. Und wenn man dann sich dafür entschieden hat, solche Türen zu benutzen, dann muss man halt mit Raumtrennern arbeiten. So, hier sieht man es nochmal. Meditationsraum, Garage, das war hier hinten, da waren wir auch schon. Bastis Stuhl knarzt im Hintergrund. Ja, ich muss mich gerade ordentlich hinsetzen. Warte mal kurz. Okay, los geht's. Der Stuhl ist kaputt. So. Hier ist eigentlich ein Eingangsbereich von unserem Hinterausgang. Hier ist es Hinterausgang. Eines der Hinterausgänge. Ja, es ist auf jeden Fall der Hinterausgang bei diesem Hintern. Ja. Wir haben ganz schön viele Ausgänge, fällt mir gerade so ein. Ja. Man muss ja irgendwie nicht immer, ist ja so eine Sache, ne? Ich muss mal aus dem Haus, erstmal zum Vordereingang, obwohl das Ziel eigentlich direkt um die Ecke ist. Genau. Hier geht es auf jeden Fall runter in unsere Schaltzentrale für Abenteuer aller Art. Werden wir aber in einem anderen Rundgang mal genauer begutachten. Wir gehen nämlich jetzt als allererstes zu Tröd und Dip. Wo sind sie? Tröd. Ja, ich kann sie nicht erkennen, die sind getarnt. Eigentlich wollten wir euch jetzt Schildkröten zeigen, aber die sieht man jetzt nicht. Die sind eingebuddelt oder im Wasser oder so. Naja, egal. Gut, hier war mal der alte Trophäenraum. Ich glaube, den sehen wir heute auch, wo der neue ist. Ja, vielleicht. Mal gucken. Oh, es werde Licht. Ein neues Bild. Und... Oh. Gut, ich habe hier... Warte, ich gehe mal wieder in F3N. In den Spectator-Mode. Ich habe hier ein System hintergemacht, was die Tür länger offen halten soll. Hat ja gut geklappt. Das ist aber noch ein bisschen zu kurz. So. Muss ich jetzt nochmal F3N drücken? Ja. Cool. Okay. Ja, so. Dann gibt es hier, wie der Schein trügen mag, eigentlich zwei weitere Wege, die man gehen kann. Ja. Zum einen dieser hochoffensichtliche Pfad nach links und den Pfad, den der Daniel gerade nimmt, über diesen Grashügel. Ja, das ist hier so ein Seitentrampelpfad, irgendwas, wo hier auch noch so eine alte, antike Backziegel. Genau. Wie heißt das? Backstein. Backsteinmauer. Backziegel, wie heißt das denn? Backziegel. Die geht da hinten auch noch weiter zum anderen Weg. Genau.
Ist quasi so ein bisschen so, dass er versucht hat, so alte Elemente irgendwie modernen Häuser noch reinzubauen. Die wurden hier in die Map generiert, die waren schon da. Genau, das hat er jetzt hier entsprechend zum Beispiel hier so einen Torbogen gemacht. Oder. Hier kann man auch noch sehen, da unten waren wir in der letzten Folge auf diesem grünen Rasen. Und ich komme mal wieder runter. Genau, und hier das Gebäude, wo wir jetzt drauf zugehen, das ist auch ein altes Gebäude, worin er quasi modernes. Was? Moment, stopp nochmal, sag nochmal, deine Stimme war jetzt abgekattet. Wo der Daniel hier in ein altes Mauerstück quasi ein modernes Innenleben gepackt hat. Okay. Ja, also genau, ich fliege einmal drum rum. Das ist quasi hier das, was aus Stein ist, ist eine Ruine. Und dann hat man das Holzding sozusagen innen drin rein gepflanzt. Und hier sieht man auch so die alten der Tür- und Fensterstürze. Heißt das so? Ja, ne? Ich glaube schon. Also hier diese Querbalken über den Fenstern. Mhm. Das waren dann wohl irgendwelche Scheunentore oder so. Und da ist jetzt das Atelier drin, wo wir uns künstlerisch entfalten können. Der Basti hat ja auch noch eine Leinwand bei sich auf dem Balkon am Zimmer. Aber hier ist so allgemein so ein bisschen Farbpanscherei, Töpferei. Man kann ja auf die Tiere gucken, das ist auch ganz geil. Steinmetzgedöns. In unseren Alpaka-Garten. Guck mal, siehst du den mit dem türkisen Überwurf? Ja, ganz hinten. Ganz hinten. Da gehen die immer hin. Ich bin froh, dass sie jetzt gerade zumindest drei von denen nicht da sind. Weil sonst, die sind irgendwie immer da. Ich weiß nicht warum. Hat das was mit einem, sag schon, mit einem Biom zu tun, dass sie immer zu einem bestimmten Biom wollen? Weiß ich nicht, ob da vielleicht eine Ecke ist. Naja, auf jeden Fall hier versucht man sich hier gerade an einer Vase mit Früchten, die man hier sieht. Genau. Hier auch noch Wasserhähne, ganz wichtig, wenn man mit Farben und genau, ganz viel Papiertücher. Substanzen, genau, Papiertücher. Und ich find die Lampen auch ganz cool, wie die. Ich glaube, die sind einzigartig so, wie du sie jetzt hier gemacht hast im Headquarter. Ja. Woanders haben wir die nicht. Das ist so eine typische Studiolampe, finde ich. Ja. Und alles voller Bilder. Ist auch irgendwie, natürlich. Moment, das, was wir nie nutzen, weil wir, also, ja, ich hab's halt im Creative Mode hier reingepackt. Man hat's keinen Namen? Oh, okay. Ich dachte, das hätte ich benannt. Wie heißt das Ding nochmal? Totem of Undying. Ja. Und hier in den Schränken gibt's dann teilweise, da hast du mitkopiert, da sind noch, in jedem Schrank sind die gleichen Bilder drin. Oh. Echt? Auch hier? Nee, da ist ein Kittel, glaube ich, irgendwo noch. Ah ja. Aber sonst überall die Fläche. Ich habe jetzt schon zweimal Tun angeklickt, wo so Kristalle drin sind. Egal. Das hier ist so ein bisschen für die, die die Map runterladen wollen. Übrigens, die Version jetzt, die ihr seht, ist noch nicht zum Download bereit. Aber ich habe auch keine neuen hinzugefügt. Diese Kristalle, die habe ich überall versteckt und kann man suchen. Ja, hier sind wir jetzt in unserem, was? Das ist wieder so ein kleiner Garten und da habe ich einfach mal die Lamas reingesperrt. Die hatte ich mal alle hier gespawnt in dem Zeitraum, wo die Lamas hinzugekommen sind. Und dann habe ich beim Texture Pack Editieren der Lamas und dieser komischen Überwürfe da, habe ich die hier benutzt. Die Namen sind übrigens ganz geil von den Lamas. Wir haben einmal Fussel, Flocke, Nuss. Irgendwo ist noch Nougat. Und Nougat. Hier ist Nougat. Ja. Ich finde, meine Lama-Überwürfe sind voll stylisch. Ja. Super, super Peru-mäßig. Okay, viel gibt es ja eigentlich nicht zu sehen. Die angrenzenden Gebäude machen quasi so ein Gehege draus. Weißt du, was mir gerade einfällt? Die Schaukel. Wenn man zurückschwingt, schneidet man hier voll gegen den Felsen. Ja, man darf nicht zu doll schaukeln. Ja, man darf nicht zu doll schaukeln. Oder du baust genau an der Stelle, machst du so eine Furche. So eine Furche, ja. Ja. Und hier auch wieder so ein Stück alte Mauer, die dann das Tor. Ja, genau. Darstellt. Und die Mauer hier. Oh. Rette mich! Ach! Nein! Warte, meine Hand! Zieh mich raus! Okay. Alles klar. Hier. Ja. Die alte Mauer aus dem Jahr 1337.
Führt okay, weiter. Ist so ein bisschen mit Glas eingefasst und teilweise auch gleichzeitig das Glas ist auch Fenster von dem Treppenhaus da innen drin. Genau. Hier gegenüber haben wir noch den Weg zu diesem Veto-Pad, was wir in der letzten Folge. Und hier so Zebrastreifenmäßig geht's dann auch rüber zum anderen Gebäude. Hier ist eigentlich ein riesen Platz, wo man zum einen die Geländewagen, die wir hier stehen haben, wenden kann. Aber man kann aber auch die hier reinmanövrieren, also da muss man ein bisschen aufpassen. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Folgenplanung. Richtig. Denn alles, was ihr hier seht, wird in-game, in Minecraft geplant, gesprochen. Genau. Besprochen. Wenn wir in Discord gehen, dann gehen wir auch hier rein. Genau. Also Stimmen, die ihr gerade hört, sind eigentlich von Noteblocks entsprechend Sequenzen, die wir hintereinander geschaltet haben. Richtig. So. Was haben wir hier? Relativ aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahmen. 1000 werden wir nie erreichen. relativ. Ja, 600 momentan, ein bisschen mehr. Okay. 607, glaube ich, so momentan. Hier sieht man nochmal, wir sind hier bei dem grünen Pfeil. Genau. Dann gibt es hier hinten, ach so. Hier, ne? Wie findest du das eigentlich? Das kann man zwar nicht schließen, aber es sieht halt aus, als ob eine Schranktür geöffnet ist. Ja, cool. So, da geht es nämlich auch wieder zum Pad. Da waren wir ja letztens mal auch. Und die Mauer, die endet hier so leicht abgebröckelt oben. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil das so wieder Möglichkeit für so ein cool abgetrenntes Beet gibt. Und ist mal was anderes. Die geht dann auch hier in so einem Fenster über und hier unten ist dann quasi auch eigentlich direkt unter mir dieses Tor, was zum Lama-Gehege-Garten führt. So, und hier kommt dann das Eingemachte. Zuerst die Ritter, die beim Erstellung des Kanals gestorben sind, zur Verteidigung der Qualität, sind sie alle gefallen. So. Ich habe hier mal so ein paar Ritterhelme, die ich mal so wieder gefunden habe. Habe ich hier mal eingefügt. Ich finde, das sieht ganz stylisch aus. Gehen wir jetzt nach rechts oder nach links? Was macht am meisten Sinn? Ich glaube, am meisten macht erst rechts da Sinn. Ja, das ist die Folgenplanung oder? Ne, der Projektraum, genau, falsch. Genau. Projekte. Oh, wir haben kein Projekt, was wir. Alle Projekte, die wir jetzt haben, sind auch schon mindestens mit Folge 1 draußen. Das heißt, wir haben. Sonst waren hier immer ein oder zwei Striche, weil wir hatten so immer ein Projekt noch, was wir im Hintergrund dann aufgenommen haben, während vier andere liefen. Genau, also hier haben wir quasi, ich sag mal, unsere abgeschlossenen bzw. angefangenen Video-Playlists sozusagen. Übrigens auf unserem Kanal die Playlist, da haben wir vor ein paar Wochen angefangen, die Playlists, die einen grünen Haken in eckigen Klammern hinter dem Namen haben, der Playlist, die sind abgeschlossen, genau. Ja. Und das ist auch in der Reihenfolge, wie wir es dann gemacht haben, ne? Ich glaube schon, ja. Zumindest angefangen haben, ja. Momentan läuft noch Robin Hood. Das ist wieder mal unser längstes Projekt, was jetzt noch läuft. Genau. Dann läuft noch No One Is Forever. Minecraft immer mal wieder. Beneath the Sky läuft zur jetzigen Zeit, wie wir hier sprechen, noch. Ja, Alun 2 auch noch. Genau. Und Studios angefangen. Ja. Okay, so viel zu dem Raum. Was ich ganz cool finde, ist hier zum Beispiel aber auch noch hier, wie die Wand teilweise mal aufgebrochen ist, um ein Regal noch zu bilden oder so. Das ist, glaube ich, hier gegenüber auch. Genau. Ein Terminraum. So. Terminplanung. So ein Wochenplan. Genau, also das ist jetzt nicht unbedingt mit Datum, aber das ist so ganz grob das, was auch bei unserer Webseite abgebildet ist. Genau. Nur ohne Uhrzeiten quasi. Ja gut, hier links steht 16 Uhr und also wir schalten normalerweise ein Video pro Tag und das ist dann um 16 Uhr. Ich glaube, einmal haben wir es vergessen. Ja, einmal ist irgendwie was ganz komisch geschehen. Ja. Okay, immer 16 Uhr sieht man dann hier die aktuellen Sachen, die da rauskommen und unregelmäßig seht ihr hier entweder an einem Dienstag, Donnerstag, also immer zwischen den normalen Tagen käme dann noch was. Wobei die Visionary Studio Videos, die versuche sie regelmäßig machen und auch freizuschalten. Ich kann es halt nicht garantieren, daher ist es
eher mehr unregelmäßig zu sehen. Okay, ja. Das war so viel von dem aktuellen Gebäude. Und ich habe ich schon. So, dann gehen wir hier mal raus. Und das ist ein brauner Teppich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir schon viel zu lange wieder gelabert haben für eine einzige Folge oder ob wir jetzt gleich jetzt nur noch mal den Hof hier abgehen und dann eher in der nächsten Folge was weitermachen. Ich weiß gar nicht. Hast du auf die Uhr geguckt? Warum nee, leider nicht, aber es kommt mir schon wieder ein bisschen länger vor. Daher würde ich eher vorschlagen, mal kurz die Garage oder die Stellfläche und das Lagerfeuer dahinter an und dann machen wir einfach die nächste Folge. Genau, hier ist so ein Chopper-Motorrad-mäßiges Gefährt. Dann hier ganz wichtig der Anhänger. Genau. Da transportieren wir immer für die Lamas der Futter. Ja, hier extra so einen Schmutzfang. Der ist auch schon braun vor lauter Schmutz. Genau. Und da muss ich hier oben die Dings ein bisschen abändern. Aber naja. Ja, da gibt es ja meistens sowieso auch in echten Anhängern, dass das ein bisschen anders dann aussieht. Auf jeden Fall, ja, dann gar nicht. Das ist ein Pickup. So, Pickup mit abgedeckter Ladefläche soll das sein. Von vorne sieht es leicht wie ein Hummer aus. Ein Hammer. Hummer. Du meinst ein Jeep? Ja, so ein Jeep. Ja. Vom Typ Hammer. Ganz cool finde ich aber auch die Lampen hier, die Leuchtstäbe. Ja, so dünn und Und wenn ihr euch wundert, warum hier Autos stehen, wir haben hier rechts eine Ausfahrt, die auch auf die Straße führt. Das sieht jetzt hier total, sieht aus wie der Weg in die Hölle, weil es total dunkel wird. Ja. Ist aber ganz cool gemacht. Werden wir wahrscheinlich nie lang gehen, zumindest in nächster Zeit. Aber da geht's zur Straße. Genau. Einer unserer Anschlüsse zur Straße. Ja. Hier gibt's dann noch so ein kleines Pflanzbeet, was abgesenkt ist. Ich fand's ganz stylisch. Habe ich mal auf einem anderen Server gesehen und dachte mir, ja! Da gab's übrigens zwei von. Hier rechts daneben auch noch eins. Pflanzbeet, wo man nie mehr rauskommt. Achso, hier. Doch. Ich habe extra so gemacht, dass man rauskommt. Ja. Und hier ist dieses Oberlicht von der Grotte. Kann man runtergucken. Dann haben wir hier hinten. Genau, nach hinten rechts. Das Lagerfeuer. Ja, das ist also auch ähnlich wie dieses, was wir in der letzten Folge gesehen haben, dieser Kamin an dieser Ecke. Wir haben hier mehrere Außenstellen, wo man sich einfach mal hinsetzen kann, ein bisschen abchillen. Ja. Und genau, der ist sogar technisch anzustellen. Ja, wir haben jetzt noch eine Sache. Also einmal geht's hier unten noch lang. Da waren wir, glaube ich, schon in einer Rundgangfolge. Und haben uns den See da unten angeguckt. Ja. Was ich aber nochmal eben kurz sagen wollte, hier an der Seite, ist die Stelle, die wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge gesehen haben, vom Gewächshaus. Genau, da kommt man vom Gewächshaus raus und hier hat man dann auch wieder, ja, keine Ahnung, ein bisschen Party machen, ne? Tischtennisplatte auch noch und wieder ein kleines Beet. Und ein Blick auf den See da hinten mit den Kürbisfeldern, die da unten sind. Und ein bisschen auf den Steingarten, den es hier gibt. Ja. Und an diesem Ruinenturm beenden wir dann wahrscheinlich diese Folge jetzt. Genau, wir werden in der nächsten Folge dann wahrscheinlich nochmal, ich wollte gerade sagen Observatorium, aber da sind unsere neuen Trophäenlagerstätte, wenn wir da oben hingehen. Hier geht's quasi so rein. Das werden wir dann alles zeigen. Und uns dann auf den Weg machen zum Garten. Dann geht's noch irgendwann mal in die Einsatzzentrale, wo wir heute vorbeigekommen sind, aber auch von einer anderen Richtung rein. Und ja, seid gespannt. Jo, das war's auch erstmal so von uns für diese Folge. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.